Servus zusammen, hier mal wieder aus meiner Hängematte, diesmal zu Hause und weiter geht's in Deutsch. Ich habe mich etwas fehlleiten lassen von der YouTube-Analyse und bleib weiterhin jetzt in deutscher Sprache und zeige euch mein Home-Setup, wie ich meine Hängematte hier zu Hause aufbaue, denn ich schlafe ja nicht ausschließlich im Wald, sondern muss auch mal zu Hause Film schneiden und ein paar Dinge erledigen und schlafe aber dabei immer hier in meiner Hängematte. Ja, los geht's! Ja, tagsüber befindet sich meine Hängematte hier im Ruhemodus, da an der Ecke, wo mein ganzer Stuff-Kram sich befindet. Hier geht's zur Aufhängung. Festgemacht wird die Hängematte an der einen Seite hier an meiner Klimmzugstange. Und hier drüben an meinem Fenster, hier habe ich ein Kräftedreieck aus, ja, auch aus einem alten Spanngurt, außen an der Rollo-Halterung eingefädelt, kann man hier sehen, an beiden Seiten. Auf die andere Seite. Ja, ja, und das endet hier vorne. Oh, Gegenlicht immer scheiße. So, hier an meinem Karabiner. Und hier kommt die Hängematte rein. Und so läuft es dann abends. Und so hängt meine Hängematte. Direkt daneben, für die meisten wohl ein sehr verlockendes Bett. Und eine teure Matratze, aber die hat für mich keine Chance mehr. Ich schlafe wesentlich lieber hier in meiner Hängematte. Ja, so checke ich abends hier meine Sachen und YouTube. Schneide ich zum Beispiel meine Filme. Das war noch Englisch. Alte Scheiße. Das war's wieder von mir. Ihr dürft gespannt sein auf mein nächstes Projekt. Weder hier habe ich schon angefangen. Das wird ein. Lasst euch überraschen. Vielleicht schon erraten, was es wird. Auf jeden Fall eine Menge Action dabei, handwerkliche Action, sage ich mal. Und ich bin sehr gespannt, wie das Teil funzt. Bleibt da, bis bald. Moin, es regnet wie Sau. Geile Nummer hier. Ich sag tschüssi.